Moin Leute, es ist was richtig Cooles geschehen. Wir haben es jetzt gerade Mitte März und auf einmal schneit. Das habe ich seit Dezember nicht mehr gesehen. Und da habe ich mal so ein bisschen aus dem Fenster geguckt und habe gesehen, dass auf einmal Vögel sogar am Nachmittag unwahrscheinlich aktiv sind. Und deswegen habe ich mich jetzt mal kurz wieder mit meiner Kamera nach draußen gesetzt. Und richtig cool, ich habe sogar gerade die ersten Erlenzeisige seit Monaten bei mir im Garten. Beziehungsweise, das ist so nicht richtig, aber die ersten Erlenzeisige bei mir am Futterplatz. Super geil. Und die Stare, die hier brüten oder die gerade anfangen ihr Nest zu bauen, die sind auch schon sehr aktiv. Vielleicht kriege ich den auch noch auf die Kamera. Vielleicht seht ihr da noch die frischen Spuren von mir im Schnee. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass das ganze Futter, was ich quasi heute Morgen hingestreut habe, gar nicht mehr zu erkennen ist. Und deswegen habe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen Futter nachgestreut und auch so ein bisschen die Futterspende aufgefüllt. Und das finden die Vögel wohl ganz gut, denn die ersten Vögel sind schon nach wenigen Minuten angekommen. Richtig cool. Ein schöner, heißer Kaffee. Obwohl, so heiß ist er nicht mehr. Der hat jetzt gute 20 Minuten schon hinter sich und er ist jetzt noch lauwarm. Ja, ich breche jetzt hiermit erstmal ab, weil ich muss nämlich noch ein bisschen was machen. Und ich werde aber morgen früh noch mal ein bisschen filmen. Wenn ich Glück habe, schneit es dann nicht mehr. Und alle Amseln und Buchfinken und Kohlmeisen und was sonst nicht alles tummelt sich hier dann auf dem Boden im Schnee rum. Das werden, glaube ich, richtig cool Aufnahmen. Also sind wir mal gespannt, ob es so klappt. Wir sehen uns dann im nächsten Take wieder. Tschüss. Hey Freunde, da bin ich schon wieder. Es schneit mittlerweile nicht mehr. Der Schnee liegt, es ist aber mehr Schnee geworden. Deswegen habe ich gerade noch mal ein bisschen Futter nachgestreut. Denn just wenn Schnee liegt, haben die Vögel große Schwierigkeiten, überhaupt Futter zu finden. Und deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen nachgestreut und ich erhoffe mir dadurch, dass ein paar mehr Vögel hier wieder an den Futterplatz kommen. Ich habe mich jetzt übrigens
reinverzogen, denn ich habe auch noch ein paar Erdnüsse gestreut. Und die Erdnüsse, die locken eigentlich immer Eichelhäher und Rabenkrähen an. Aber die sind so scheu, die würden sich nicht blicken lassen, wenn ich draußen sitze. Deswegen sitze ich jetzt drin. So, aber in erster Linie möchte ich eigentlich versuchen, keine Vögel auf dem Boden zu filmen, sondern in den Ästen. Das sieht nämlich wesentlich schöner aus, wenn da so eine schöne Kohlmeise oder ein Buchfink auf so einem schönen verschneiten Ast landet. Und das versuchen wir jetzt mal. Ja, sonderlich viel tut sich heute Morgen irgendwie nicht. Also ich habe die gängigen Vogelarten alle drauf. Also Buntspecht, Buchfink, Meisen, die Stare, die momentan am Start sind. Aber jetzt nichts Atemberaubendes. Und die Zeit, die rennt mir so ein bisschen weg, denn die winterliche Sonne, die lässt so langsam den ganzen Schnee schmilzen und überall tropft es jetzt nur noch. Und von unserem Dach kommen auch ja, dicke Klatten von Schnee runter. Ich hoffe, gleich kommt noch was. Jetzt folgen noch ein paar zusätzliche Aufnahmen, die ich seit November aufnehmen konnte. Viel Spaß!
Ich hoffe, dieses kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über so ein Däumchen nach oben freuen, über ein paar nette Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, dann lasst gerne ein Abo da, denn ihr wisst ja, das hilft dem Kanal, sich unwahrscheinlich zu entwickeln. So Leute, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.